heimlich still und leise hat sich Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga stetig nach oben gearbeitet. Mit 17 Punkten nach 8 Partien stehen die Fohlen aktuell auf dem 2. Tabellenplatz. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Am Freitag will die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking diese Position festigen und gegen den SC Freiburg nachlegen. Sollte die Borussia im Breisgau siegen, könnte Gladbach zumindest für eine Nacht punktetechnisch zu Spitzenreiter Borussia Dortmund aufschließen. Ob das gelingt, wird am Freitagabend entschieden, wenn die Elf vom Niederrhein ab 20:30 im Schwarzwaldstadion auf den SC Freiburg trifft. In diesem Artikel erklären wir, wie ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt, wie beide Mannschaften ins Spiel gehen und wo ihr Highlights und Live-Ticker findet. SC Freiburg vs. Gladbach. Alle Infos zum Bundesligaspiel SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach 26. Oktober 2018 20:30 Uhr Schwarzwaldstadion, Freiburg 24.000 Plätze SC Freiburg vs. Gladbach heute im Livestream. Wenn am Freitagabend in Freiburg der Ball rollt, können nur 24.000 Zuschauer hautnah dabei sein. Alle anderen Fans von Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg können den Kick online im Livestream verfolgen. Der Eurosport-Player ist hier die Lösung. Seit Beginn der Saison 2017/18 teilen sich Eurosport und Sky die Rechte der Bundesliga-Übertragung auf. Für Fans bedeutet es, dass die Spiele am Freitag, Montag und um 13:30 nachmittags Sonntag jeweils live im Eurosport-Player laufen, während der Rest bei Sky übertragen wird. Freiburg gegen Gladbach, heute live im Eurosport-Player. Beginn der Übertragung ist bereits um 19:30 Uhr. Moderator Jan Henkel wird wie gewohnt durch die Sendung führen und von den messerscharfen Analysen von Matthias Sammer unterstützt. Sobald die Partie um 20:30 Uhr beginnt, übernimmt der Kommentator live aus dem Stadion. Verfügbar ist der Stream mit Hilfe der Eurosport Player App auf allen gängigen mobilen Geräten sowie zahlreichen Smart TVs. In den jeweiligen Stores Apple Store, Google Play Store, Amazon Store steht die App kostenlos zur Verfügung. Um auf den Livestream zugreifen zu können, müsst ihr jedoch Abonnent des Eurosport-Players sein. Kostenpunkt 4,99 € pro Monat oder 49,99 € für ein komplettes Jahr. SC Freiburg vs. Gladbach heute live im TV. Wie bereits im Abschnitt zum Livestream angedeutet, werden die Freitagsspiele der Bundesliga nicht mehr bei Sky im Pay-TV angeboten, sondern nur noch bei Eurosport gezeigt. Seit der vergangenen Saison hält Eurosport die Exklusivrechte für die Freitagsspiele der Bundesliga. Dementsprechend überträgt der Sportsender, dessen deutsche Niederlassung in München beheimatet ist, auch dass diese Begegnung SC Freiburg gegen Gladbach läuft, also nur im Pay-TV auf dem Kanal Eurosport 2 HD Extra. Alle Kunden des Pay-TV-Netzwerks HD können sich diesen für zusätzlich 5 € im Monat sichern. Im Free-TV wird die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach ebenfalls nicht übertragen. Mit Hilfe spezieller Apps oder Zubehör wie beispielsweise dem Amazon Fire TV Stick kann der Livestream jedoch problemlos auf dem TV-Gerät abgespielt werden. Wer wissen will, welche Spiele heute und in den kommenden Tagen noch live im TV oder im Livestream zu sehen sind, findet eine Übersicht in einem separaten Artikel auf unserer Seite. SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach, heute live im TK. War das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach am Freitag nicht live im TV oder Livestream verfolgen kann, aber dennoch zeitnah über die Ereignisse aus dem Schwarzwaldstadion informiert werden will, kann auf einen der zahlreichen Live-Ticker zurückgreifen. Auch Goal bietet zu jedem Bundesligaspiel einen solchen Ticker auf der Seite.
Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder Kuriositäten versorgt euch der zuständige TKR mit spannenden Fakten und Statistiken rund um das Spiel. SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach, die Aufstellungen. Aufstellung SC Freiburg, Aufstellung Borussia Mönchengladbach, wie beide Teams ins Spiel gehen, erfahrt ihr rund 60 Minuten vor dem Anpfiff. Sobald die Aufstellungen offiziell sind, erfahrt ihr sie an dieser Stelle. SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach, so seht ihr die Highlights. Ihr habt das Freitagsspiel zwischen dem Gladbach und Freiburg verpasst, könnt aber trotzdem noch die besten Szenen sehen. Kein Problem. Im Netz und im TV finden sich zahlreiche Möglichkeiten, die Highlights des Spiels zu sehen. Die prominentesten Anlaufstellen dafür sind mit Sicherheit die ARD Sportschau am Samstag um 18.30 Uhr und das ZDF Sportstudio um 23.00 Uhr, die jeweils eine Zusammenfassung aller Spiele am Freitag und Samstag im Programm haben. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Eine weitere Option ist beispielsweise der ZN. Schon 40 Minuten nach Abpfiff zeigt der Streamingdienst die Highlights aller Bundesligaspiele auf seiner Seite. Für nur 9,99 Euro im Monat bietet der ZN neben Bundesliga-Highlights noch zahlreiche weitere Sportevents der Extraklasse an. So zählen beispielsweise auch die Premier League, La Liga, die Champions League, die Europa League und die Serie A zum Programm des Streamingdienstes. SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach, die Opta-Fakten zur Partie. In den 32 Bundesliga-Duellen zwischen Freiburg und Mönchengladbach gab es nur 2 Auswärtssiege, 19 Heimsiege, 11 Remis. Der SCF gewann im April 1995 am Bökelberg mit 2:1, die Borussia im März 2002 im Breisgau mit 1:0. Freiburg ist seit 10 Bundesliga-Heimspielen gegen Mönchengladbach ungeschlagen, 8 Siege, 2 Remis, das ist Bundesliga-Rekord für die Breisgauer. Borussia Mönchengladbach gewann nur 1 der 16 Bundesliga-Auswärtsspiele beim SC Freiburg, 5 Remis, 10 Niederlagen im März 2002 mit 1:0. Freiburg verlor nur 1 der letzten 6 Bundesligaspiele, 2 Siege, 3 Remis, und hat nach 8 Spieltagen 9 Punkte auf dem Konto. In den letzten 5 Jahren waren die Südpartener zum Vergleichszeitpunkt nur 2016/17 besser, 12 Punkte. Der SC Freiburg ist seit 214 Bundesliga-Minuten, also seit über 3,5 Stunden, ohne Gegentor im eigenen Stadion. Das letzte Auswärtstor in Freiburg gelang Stuttgarts Mario Gomez beim 3:3 am 16. September. Der SC Freiburg könnte gegen Borussia Mönchengladbach erstmals seit fast 6 Jahren in der Bundesliga 3 Heimspiele in Folge zu 0 spielen. Im Winter 2012/13 gab es zu Hause sogar 4 weiße Westen in Serie. Mit 17 Punkten nach 8 Spieltagen spielt Mönchengladbach seine beste Bundesliga-Saison seit 31 Jahren. 1987/88 hatten die Fohlen umgerechnet sogar 19 Punkte auf dem Konto, landeten am Saisonende aber nur auf Platz 7. Borussia Mönchengladbach traf in jedem der jüngsten 14 Bundesligaspiele. Eine so lange Torserie hatten die Fohlen zuletzt 1991, 16 Spiele in Folge. Das 3:0 in München im jüngsten Auswärtsspiel war der erste Sieg von Borussia Mönchengladbach nach zuvor 8 Bundesliga-Gastspielen ohne Dreier, 4 Remis, 4 Niederlagen. Mönchengladbachs Jonas Hofmann erzielte beim 4:0 gegen Mainz den ersten Dreierpack seiner Profikarriere und traf als erster Gladbacher seit Branimir HR Gotha im Mai 2013 in einem Bundesligaspiel dreimal. Punkt. Mehr zur Bundesliga.